Hallo und Grüße aus Furt an der Triesting. Ich bin Flo dabei und heute geht es auf eine Tour, die wir schon mal gesehen haben, nämlich im Winter und diesmal allerdings mit einer anderen Wandergefährtin, nämlich mit dem Teller im Sommer. Also von daher ist zwar dieselbe Tour, aber trotzdem komplett anderes Ambiente und da nehme ich euch einfach mit, weil sonst geht den Leuten in Furt an der Triesting da nämlich in aller Herbstfrüh am Nerv. Warum hast du eigentlich so gerne auf den Geist stehen wollen? Weil ich Bilder davon gesehen habe. Aha, also hat dich das Video so beeindruckt. Das will ich hören, weil das macht nämlich Werbung für mein Video. Wie im Schild ersichtlich steht da nur Geißruck und Kineck. Und es ist derselbe Weg. Der Geißruck ist nicht der Geißstein, das ist ganz wichtig. Von Geißruck und Kineck gibt es ein extra Video von mir, das wir allerdings dann von einer anderen Richtung aus bestiegen sind. Ja, also, wer auf den Geißstein will, der muss damit leben, dass dieser Gipfel nicht besonders prominent markiert ist. Und oben dann im weiteren Verlauf übrigens auch wirklich gar nicht mehr. Schöne alte Linden gibt es da auf dem Anstieg zum Almöd. Das ist ein Gehöft, das wir bald erreichen werden, wo es dann mit Wiesen aus ist und in den Wald hineingeht. Wie angekündigt hat man beim Almöd dann die Wiese verlassen und jetzt geht es in den kühlen und dunklen Wald. Es ist im Sommer eh gut, weil der Anstieg ist schon überwiegend südseitig.
Da geht es recht forsch bergan auf über 700 Meter. Und dann hat man eigentlich auch schon die Hälfte des Anstiegs hinter sich. Noch, naja, einer schwachen Stunde, 50 Minuten, nicht ganz. Ja, weil siehst du die Felsen vorne im Wald. Ja. Ja? Weißt du, was das ist? Der Geißstein. Das ist schon der Geißstein, genau. Ja, da unten liegt der Geißsteiner. Da hinten oben der Sattel mit dem Wiesel davor. Da ist die Himmelsreit. Und von dort aus steigt man dann auch auf am Geißstein. Klein, aber oho. Neu ist hart, gell? Mhm. Der wohnt schon in der Geißstein, ha? Schön einsam. Mhm. Hübsch da, gell? Na, Bello, stehst du vor verschlossenen Toren? Geh mal durch. Ist dir schon aufgefallen, wie aufmerksamkeitsheischend die Markierung da geworden ist? Ja, das da oben ist. Da hinunter geht es jetzt als Abzweigung zum Geißrück und weiter zum Kineck. Mhm. Und das ist der Punkt, wo wir das Markierte verlassen und unseren Anstieg, unseren letzten, auf den Geißstein beginnen.
Ja, spätestens da haben wir den Durchstieg gesehen. Und noch bevor da vorne Fahrstraße in den Wald hineinzweigt, können wir da hinüber. An dieser markanten Felsnase kann man sich entscheiden. Ein Anstieg wird weiter nach rechts, also nach Osten ausholen, und der andere ein bisschen gerade und dafür dann nach links ausholen hinauf. Der von mir bevorzugte ist ja mit einem Steinmann markierte, der gerade aufgeht. Ja, ganz am Schluss wird es alpin steil, gell? Aber da sieht man schon das Gipfelkreuz herunterlachen. Ja, also Geißstein, der schönste Kleintausender in Niederösterreich. Da der Blick, auch wenn das Wetter nicht so großartig ist, das macht gar nichts. Schau, was da für ein luxuriöses Gipfelbankerl gibt. Ja. Das wird öffnen. Und das wird auch öffnen. Ja? Und dann kann man da öffnen. Und das ist ein Sitztackerl, ja? Und da ist auch ein Gipfelbuch drin. Der Berg ist voll ausgestattet, Mama. Also gestern war der da. Gestern war einer da. Und auch nur einer, der sich eingetragen hat. Da hat man die hohe Wand. Aber da kann man natürlich nicht viel ausnehmen, weil das nur bewaldete Kuppen sind von der Seite. Wenn du da schaust,
der Kamm, der da so weitergeht, ja, der geht dann aufs Kineck da hinten. Ne? Mhm. Und das ganz da hinten, wo man die Skipisten sieht, ja, das ist der Unterberg. Und auf der anderen Seite da drüben hat man das Hocheck, wo man von Furtach mit der Mautstraße hinauffahren kann. Also sag uns, was geht vorher in dir nach diesem großartigen Gipfelsieg? Stolz bin ich. Aha. Ja, der Gässchen nicht umsonst sagt man, es kommt nicht auf die Größe an. Das sagen zwar oft nur die Kleinen, aber hier, da stimmt's einmal. Da unten sieht man jetzt die Felsennase wieder, die wir am Anfang als Orientierungspunkt genommen haben. Zu der müssen wir hinunter. Auf dem Sattel halten wir uns jetzt genau in die Richtung, in der wir vorher schon gekommen sind. Da gehen wir einfach weiter. Ja, wettermäßig, gell? Man kann das sich schön auch vorstellen eigentlich. Immer wieder einmal sieht man so Brocken auf der Fallstraße, die da eindeutig herkommen und die sicher, wie sie ursprünglich gebaut haben, sind nicht da waren. Und damit ist Steinschlager-Thema. Also übernachten darf ich da nicht unbedingt. Da hat das Schatzhütte mit einem Buchenwald probiert und ziemlich alles andere ausgeschnitten, gell? Spannend. Ja, Bella, was nun? Jetzt stehst du vor verschlossenen Toren. Verstehst du jetzt, warum ich gesagt habe, du tragst keine Stöcke? Damit die Stöcke kannst du da nicht anhalten und auch nicht festhalten, ne? So, also. Da rauf. Mit einer handlichen Wurzel.
Ja, bei dieser auffälligen Kehre mit Abzweigung, da ist jetzt der Punkt, kann man mal die Fahrstraße verlassen. So, wieder vom Berg herum? Ja. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Das ist günstig, dass du zufrieden bist. Und er hätte da nicht anzubieten. Nur mehr einen anderen Berg. Nur mehr einen Straßenhatscher. Ja, aber der Straßenhatscher hat jetzt nicht einzeln. Das sind noch 500 Meter und dann sind wir schon wieder eigentlich beim Parkplatz. Du willst wissen, was auf dem Schuh gestanden ist? Ja. Das ist ganz einfach das gestanden. Betreten auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder. Wer eine fällt, ist selber schuld und Schneerahmen tun wir auch nicht. Wir sind wieder herunter vom Geiststein auf unsere Rundtour. Hast du noch letzte Worte an die Nachwelt? Ja, war eine sehr schöne Wanderung. Ja, es hilft trotz nicht allzu optimalen Wetter. Kann ich jedem empfehlen, im Sommer natürlich früh, im Herbst ist es egal wann, auch im Winter begehbar. Ganz was Herrliches. Ja, und da bleibt eigentlich nicht mehr viel weiter zum Sagen, außer ich bin gerade dabei. Ich bin Bello. Ja, und vielleicht sieht man es ja mal auf einer anderen Tour. So, liebe Mami, letzte Worte vom Geiststein. Tschüss, Geiststein. Okay, gut.